heute erstmal ein super, super, super Spezialvideo. Oder erstmal gesagt, drauf geschissen. Es kommt erstmal das fette, geile Intro. Viel Spaß. Rolling! So, willkommen zurück. Ich hoffe, euch hat das neue Intro gefallen. Und zwar heute haben wir ein super Spezialvideo hier. Und zwar haben wir heute eine super, super, super krasse neue Tastatur hier. Und zwar die Razer Black Vido Chroma. Die hat sagenhafte 16,8 Millionen Farben. Deutsches Lead Out. Geht natürlich voll gut ab hier. Und zwar haben wir die Tastatur bekommen von einem super, super, super krassen Kollegen, dessen Name ich nicht erwähnen werde. Nur dann würde ich mal sagen, wenn wir die mal ganz spritzig anschließen und dann werden wir uns mal angucken, wie die geile Puff-Tastatur leuchtet. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir haben jetzt mal die schöne Tastatur ausgepackt und gucken wir uns die erstmal im Hellen an. Wie gesagt, die sind erstmal die schönen Farben, grün. Dann haben wir hier ein schönes Türkis, ein schönes Blau. Und mal gucken, was hier noch so für schöne Farben kommen. So, hier haben wir ein bisschen lila. So, dann geht's zur rosa rüber. Dann kommt rot, dann kommt auch gleich orange und jetzt kommt auch gleich wieder gelb. Und jetzt schimmert es ein bisschen so in hellgrün, jetzt wieder grün. Also wirklich super astrein. Und jetzt werden wir uns die ganze Scheiße nochmal angucken, aber diesmal im Dunkeln. Bis gleich. So, gesagt und getan. Jetzt schauen wir uns die Tastatur mal im Dunkeln an. Naja, fast dunkel. Und ich kann nur sagen, sieht richtig spritzig aus hier, die Kacke. Gucken wir mal von oben. Wirklich astrein, da kann man echt sagen, ey geil. Und richtig fresh. Geil. Wie kann man das noch toppen, ey? Das ist irgendwie mehr wie Dankbarkeit, das ist. Ja, dazu kann ich nicht viel sagen. Man kann da nicht einfach Danke sagen, dann ist das Ding gelaufen. Ja, ist einfach nur geil, einfach nur hammerkrass. Und da kann man schon mal sehen, was eine krasse Freundschaft auch so ausmacht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Boah, ich bin schon ganz, ganz Banane, Alter, ist auch kein Wunder hier. Weil die krasse Tastatur. Auch die Tasten sind wunderbar. Und ich denke mal, ich werde noch mal ein Video machen, wenn es komplett dunkel ist. Also so gegen so 23 Uhr oder 23.30 Uhr, wenn es draußen richtig dunkel ist. Und dann werden wir uns die noch mal richtig in Ruhe reinziehen. Ja, und in den Zeitraum könnt ihr euch ja schon mal die anderen Videos hier reinziehen, die ich hier veröffentlicht habe auf meinem Kanal. Hier Elsen-Isolation ist jetzt neu am Start. Far Cry 4, ein paar Intros, sieht einen krassen Harlem Shake. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oder ihr sagt, einen schönen Abend. Kommt auf an, welche Uhrzeit ihr euch das Video anguckt. Dann würde ich sagen, reingehauen.
Leute, habt ihr gedacht, das Video wäre schon von mir schon zu Ende? Nein, bei Razer gibt es keine Videos, die gehen nie zu Ende. Und zwar habe ich jetzt mal meinen Raum hier ein bisschen abgedunkelt und habe auch jetzt mal das Programm installiert, also hatte ich schon vorher installiert, und zwar dieses Razer Synapse. Und damit können wir schön die spritzige Tastatur hier einstellen, die so schön krass pinkt hier wie einen krassen Puff hier. Und zwar haben wir diesen Effekt Atmen drinne. Schauen wir uns den mal an, also leuchtet, also rot, also kommt immer wieder, sagt er, verschiedene Farben. Also geht an und aus, dann kommt halt wieder eine andere Farbe. Oh, ich bin voll am Ausrasten. So, also dann kommt hier wieder rosa, also wie gesagt, verschiedene Farben. Dann haben wir hier den Effekt reaktiv. Müssen wir mal gucken. Das ist, oh, Alter, ey, krass. Was habt ihr das denn gesehen, wenn ich jetzt hier eine Taste drücke? Oh mein fuck Gott. Wenn ich jetzt hier mal den Namen eingehe, mein Name Mario, dann leuchten nur die Tasten auf, die ich drücke. Oh, Alter, ich brauche Pillen, Alter. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Und dann kann man auch die Farben wählen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte die Scheiß-Tasten jetzt im Grün haben, dann macht er mir die halt auch im Grün. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte den ganzen Quatsch jetzt im Rot haben, dann zeigt er mir, oh, Alter, mein Kopf, Alter, der kocht, Alter. So, dann gehen wir mal weiter mit dem Effekt Spektrumwechsel. Und gucken, was wir da haben. Boah, Alter, dann geht da heute Abend beim Let's Play geht ja richtig heute die Post ab. Oh yeah, oh yeah. Nee, ist okay, Mann. So, machen wir hier mal weiter. Und zwar mit dem Effekt statisch. Mal gucken, was wir hier haben. Ja, lösche. Achso, dann müssen wir den Chroma-Konfigurator starten. Oh, da kann man so viel einstellen in Farm, ey. Okay, dann macht das mal nichts, aber hier kann ich die Farben, wenn ich jetzt sage gelb, dann gehe ich hier auf Anwenden. Boah, nee, das ist mir hier schon wieder zu viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sage, ich möchte die ganze Scheiße in Blau haben, dann gehe ich hier wieder auf Anwenden und dann ist jetzt scheiße in Blau. Oh, Alter, mein Gehirn fresh läuft, Alter. So, dann nehmen wir mal den Effekt hier, Welle. Mein Gehirn, Alter, ich raste aus, Alter, oh, meine Fresse, ey. Boah, Alter, ich freue mich schon wie so ein Schulkind, der gerade eingeschult wird, Alter, fresh. Alter, guckt euch das an, ey. Boah, Alter, und das beim Zocken, ey. Oh, Alter, und dann noch 7.1 Headset und dann noch die Razer-Maus, ey. Oh. Alter, mein Gehirn, Alter, der klatscht weg, ey. Ob ich schon 50 Mal Kolossus gefahren bin, Alter. Oh, läuft, Alter. Den kann man jetzt auch nach links machen. Oh, Alter, läuft, ey. Das läuft heute wieder richtig spitzenmäßig hier. Dann haben wir hier den Effekt Plätschern. So, und jetzt, pass mal, wenn ich jetzt hier auf die Tasten hier. Oh, Alter, mein Gehirn, ey. Boah. Wenn ich gesagt, Alter, ich möchte das mal in grün haben, drücke jetzt eine Taste. Oh. Mann, Alter, das ist ja besser wie ein Höhepunkt, Alter. Wenn ich die Scheiße jetzt in blau haben will, dann will ich es natürlich in blau haben. Wenn ich die Scheiße jetzt mal in grün haben will, dann will ich die Scheiße auch mal in grün haben. Boah. Ich bin ja hier so ein Orange-Typ. Wenn ich gesagt, ich möchte jetzt orange haben, ey. Oh. Alter, boah, mein Kopf, Alter, der wird so richtig gebumst gerade. Aber hier die Wellen, Alter. Oh, Alter, ich komme gar nicht mehr klar, mein Leben, Alter. Boah, der Mensch, der mir das ermöglicht hat, Alter. Ja, was soll ich dazu sagen, Alter? Kann man nur sagen, tausendmal Danke sagen. Ich glaube, Danke reicht nicht. Oh, ich weiß nicht, was ich dazu irgendwie sagen kann. Ich bin einfach, ja, außer Rand und Band, also. So ein Ding hat für mich noch nie einer gemacht, außer er. Er ist wirklich der Einzige, der mir so ein krasses, so eine krasse Überraschung gemacht hat, ey. Oh, Alter, guckt euch das an, Alter. Hier die Tastatur, hier die Maus, da das Headset.
Und dann wieder krasse Riesenbildschirm. Boah, okay, Leute. Da habt ihr jetzt das Video jetzt mal Nacht gesehen. Ich habe jetzt bloß im Zimmer verdunkelt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt euch ja noch die anderen Videos von mir angucken auf meinem Kanal. Unter Razor Ice Cold auf YouTube. Da könnt ihr euch auch mal schön geschmackvoll, schön fresh die Heidepark-Videos angucken. Also die kommen richtig geil rüber. Ja, dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen oder schönen gute Nacht. Kommt drauf an, wann ihr euch die Videos reinzieht. Ja, und doch mal richtig krasse, richtig trash, der mir das ermöglicht hat, Alter. Haut da rein. Bis dann. Yeah.